Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf der Stappenbach auf Gut Hasewinkel. Heute wieder zusammen mit meinem Lieblingslohner. Hallo. Heidenei. Ich bin der am Ich bin am Überlegen. Ich habe gestern gesehen, dass bei mir hier oben ein Zaun fehlt. Und ich habe irgendwie überlegt, die Häuser da unten, diese Helferhäuser, halt falsche Baustelle, dass die so noch ein bisschen abgegrenzt gehören zu dem Hof. Und jetzt bin ich am Überlegen, vor denen quasi einen Zaun zu ziehen. Mit ein bisschen Buschwerk, dass die ein bisschen geschützt sind zum Hof. Das habe ich mir überlegt. Ich weiß natürlich nicht, ob es gut aussieht. Das müsste ich jetzt einfach mal probieren. Aber die stehen so offen. Und das stört mich so ein bisschen. Und ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie ich das ändern kann. Zaun und Büsche ist doch eine gute Änderung. Ich habe eine andere Idee. Mit dem Taco-Stand. Was? Was? Was für ein Stand? Mit dem Taco-Stand, habe ich gesagt. Warum Taco-Stand? Ist mir gerade so eingefallen, dass es einen auf dem Mod-Up gibt. Taco-Stand? Nee, das will ich nicht. Oh, warte. Nee, ich habe ein Bild im Kopf. Okay. Tja. Genau, hier ist der Eingang, dann ist hier Wiese. Ich mache hier nämlich noch, ich erweitere das noch so ein bisschen. Okay. Dass da noch so ein bisschen Garten ist, dass die nicht so, kommst zur Tür raus und stehst auf dem Asphalt. Das gefällt mir irgendwie nicht. Also quasi einen kleinen Vorgarten. Ja, und den dann einzäunen, mit einem Eingang quasi dann. So, ich kann nur das Ding nicht gerade, ist egal. Genau, und das machen wir auch noch ein bisschen mehr. Ja, das sieht fast ein bisschen besser aus. Dann machen wir hier ein paar Büsche hin. Perfekt. Ja, das sieht tatsächlich besser aus. Büsche und Zäune sind immer gut. Ja, ich mache hier gar keinen Zaun. Ich probiere es erstmal so. Okay. Und setze dann noch ein bisschen. Ja, das sieht wesentlich besser aus. Setze noch ein paar Bäumchen rein. Ich baue hier immer so etappenweise, was mir gerade einfällt. Und ist doch manchmal das Beste, was man machen kann. Ja, absolut. Das mal einen Bereich und dann, wenn eben wieder was einfällt, dann macht man weiter. Ja. Zäune gerade zu setzen, empfinde ich im LS ziemlich als schwierig. Ja. Das Problem ist halt, wenn du jetzt so eine Rastererkennung hättest, also gibt es ja, ne, dass du die quasi alle Schnur gerade hintereinander setzen kannst, über so Rasterpunkte, aber die sind nie da, wo man sie braucht. Ne, du willst deinen Zaun direkt an der Stelle setzen und das geht nicht, da ist dann kein Rasterpunkt, also musst du es wieder manuell gucken, dass du es hinkriegst. Und wenn du so einen Stacheldrahtzaun hast, kriegst du es gar nicht mehr hin. Ja. Das stimmt allerdings. Naja gut, das muss ja auch nicht perfekt sein. Im Moment mache ich es auch ein bisschen Pi mal Auge. Ich glaube mir recht, wie schlecht. Bisschen schief. Oh Gott. Die sind echt schief. Oh oh. Das war jetzt weniger gut, aber der Ansatz ist schon mal nicht schlecht. Ich mache das noch ganz kurz mit den Zäunen und dann gehe ich nämlich auf die 16 hoch. Da muss ich auch noch krubbern. Okay. Und ich glaube, nach Sonnenblumen muss ich pflügen. Also ich glaube, für den Pflug setze ich einen Helfer drauf. Vielleicht heute mal einen anderen Helfer, der noch gar nicht dran war. Sonst war immer Dominik und Buxit B im Einsatz und die anderen noch nicht.
Und ich glaube, heute nehme ich mir mal die anderen vor. So, wo ist jetzt der Zaun? Wenn es gerade ruckelt, ich scroll gerade durch meine Garage. Ich Das habe bin. ich mir fast gedacht. Ja, ich bin auf der Suche nach dem Zaun, weil irgendwie habe ich es echt schief hingesetzt. Aber ich habe mittlerweile so viel drin. Ha, ich habe ihn. So, also. Hallo? Hä? Wieso kann ich die nicht anklicken? Dann musst du wieder den Triggerpunkt treffen, also meistens so den Pfeiler ein bisschen unterhalb des Pfeilers. Ja, ich gucke gerade mal, vielleicht habe ich auch den falschen Zaun. Da gibt es ja verschiedene Längen. Nee. 8 Meter, das ist doch der. Huh. Hui. Warum lässt du mich den jetzt nicht mehr löschen? Nee. Er lässt es nicht zu. Probieren wir mal die 4 Meter. 4 Meter. Ah, ein falscher Zaun. Das War war der der. kleinere. Das war der 4. Oh, jetzt mach halt. Kann es sein, dass meine Stoppenbach ein bisschen zu groß wird, dass ständig alles hängen bleibt? Eine Gebäudeentfernung ist immer so eine Sache. Also wenn du die Garage sehr voll hast, dann dauert es immer. Das kenne ich auch. Das Problem ist halt, du kriegst es anders ja nicht gut hin. Sonst musst du es über Editor machen. Und die Gebäude einbauen, was auch wieder blöd ist. Ja, naja, gut ist. Also ich hoffe, bei dir hakt es nicht zu sehr. Ich entferne Nein, jetzt mal die nein. Zäune. Ich glaube, das mache ich mal in Ruhe. Aber es ist schon mal ein guter Ansatz, dass das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Ja, jetzt komm, mach. Mein Gott, jedes Mal halbe Stunde. Das Kerzengerät wurde verkauft. Please hold the line. Ja, wenn das dann entfernt zum Synchronisieren, das ist immer so ätzend. Im Zeitalter der Raumfahrt muss ich hier sitzen und warten, weißt du? Jetzt mach halt, ich stehe hier immer die ganze Zeit auf dem Feld. 2 Meter fahren, stehen, 2 Meter fahren, stehen. Ja, ich muss auch warten. Kannst du auch warten? Aber jetzt. So, wir sind fertig. Ach, das ging jetzt aber schnell. Ja, doch Jetzt nicht. hör auf! Nee, das war jetzt der letzte. Ich gehe jetzt arbeiten. Aber es sieht besser aus. Sieht definitiv besser aus. Die Idee hätte ja auch gleich kommen können. Gut, wo ist mein Italiener? Nach So. Sonnenblumen muss man pflügen. Dann brauche ich. Ich glaube, ich schicke mal den Case mit dem Pflug drauf. Hauen wir mal den Dünger weg. Also Dünger hätte ich zur Not auch noch im Angebot. Ne, Dünger habe ich. Ich muss bloß den Düngestreuer abkoppeln. Und meinen Pflug holen. Wo ist mein Pflug? Kann es sein, dass den Exe-Counter mitgenommen hat beim letzten Mal? Der hat doch irgendwas gemacht mit dem Flug. Kann das vielleicht sein, dass ich mir deinen Flug ausgeliehen habe? Und wo ist der? Wahrscheinlich hinter Wicklace. Warte mal. Ach so, stimmt, nein, das warst du. Brauchst du den noch?
Ich bin schon auf dem Weg zu dir. Also, brauchen. Ja, ich habe jetzt um das Feld rum, muss ich nochmal pflügen, aber da brauche ich den nicht. Da kann ich auch den größeren nehmen. Das war ja eigentlich nur, dass der Helfer von sich aus hier arbeitet. Ja, aber das ist ja dein Pflug, sonst hole ich mir noch einen eigenen. Deiner? Ursprünglich deiner, den hast du mir überlassen, aber wenn du den brauchst, dann hole ich mir einen eigenen. Nein. Ich hatte den ja nur genommen gehabt, weil ich das da. Weil ich gleichzeitig gepflügt habe auf zwei Feldern. Okay. Und der Helfer mit dem Großen nicht ganz so klarkommt. Okay. So. Die Traktoren, der Case, der hat so in, im Sound hat der ein leichtes Klopfen. Und das Klopfen, das höre ich ganz leicht auf dem Kopfhörer. Okay. Und wenn du das einmal wahrgenommen hast, ist das irgendwie ein bisschen nervig. So ein Bassklopfen ist das. Okay. Ich fahre den Case nicht, also. Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal benutzt, aber gehört jetzt nicht zu meinen Favoriten, was Traktoren angeht. Nö, mein Favorit ist es auch nicht, aber er passt hier ganz gut her. Aber wenn ich jetzt tauschen würde, würde ich wahrscheinlich ihn wegtun. Ihn oder den Fendt. Okay. Aber so ist es halt eine ganz gute bunte Mischung, was ich momentan habe. Ja, das definitiv. Kannst du ja einen Ford nehmen. Ja, wohin willst du fort? Der er fuhr fort und kam nie wieder. Ja, eben. Wollte gerade sagen, es läuft noch keiner hier rum, aber jetzt kamen sie gerade im Pulk. Sind wie so Zombieherden hier. Wen meinst du? Die Leute, die hier rumlaufen. So. Du hast ja hier auch noch was zu tun, links von mir, ne? Dein Wald. Links von mir dein Wald? Naja, wann willst du denn damit mal anfangen? Ah, du meinst hinten bei Feld 16? Ja. Ja, die kommt da nicht zu. Viel Arbeit. Du machst gerade Arbeit, die auch meine Helfer machen können. Was? Das wer? Sag ich. Welche Arbeit? So, jetzt pass mal auf. Ich nehme jetzt mal den Fabian. Dass er auch namentlich eingetragen ist. Hier geht's ums Pflügen. Da kannst du aber auch sehen, wer die Spezialisierung fürs Pflügen hat, ne? Ich weiß, danach schaue ich ja gerade. Bei mir hat zum Beispiel gestern Viktor gepflügt, weil er bessere Flugeigenschaften hat. Aber ich könnte mal. Wie geht das? Das schon ist nicht schlecht. Wie mache ich das? Hey, wieso machst du aus? Mach wieder an. So, Fabian fährt. Nein, du hast die Arbeit nicht beendet. Wo bist du besser als bei mir? Doof, du könntest, aber. Fabian, Helfer. Hä, wieso will der hier nicht pflügen? Das Problem hatte ich schon mal auf diesem Feld. Die wollen hier einfach nichts machen. Okay. Das ist ganz seltsam. Es muss gepflügt werden. Ich stehe auf meinem Feld, aber ich kann keinen Helfer einstellen. Er will nicht. Oh. Das ist sehr seltsam.
Aber das ist. Hast du mal, probier mal eine andere Feldseite aus oder eine andere Richtung. Kann auch daran liegen. Naja, ich kann es mal probieren, aber so rumfährt, das kann ich schon machen. Aber normal ist es ungewohnt, dass der gar nicht anfängt, weil das Feld ist ja definiert, das hat ja eine Nummer. Das heißt, es ist ja für den Helfer auch definiert. Ja, das Ohne ist Nummern ist es halt. wieder eine Sache. Da kann das sein, dass die Helfer mal nicht wollen. Jetzt habe ich wieder das gleiche Problem. Fabian ist in Arbeit. Nee, ist er nicht. Ganz schön faul, ne? Nein, das Problem ist, dass der. Dass der jetzt mir den Helfer nicht mehr lässt, ist in Arbeit. Das gleiche Problem hatte ich mit Dominik. Da muss ich auslocken und einlocken, dass der wieder frei ist. Ich krieg den nicht mehr frei. Okay. Aber ich Also fahre jetzt dieser. hier selber mit GPS. Ich weiß nicht, bei dem Feld oben hatte ich das schon mal. Ganz komisch. Müsste ich mal gucken, ob der Helfer andere Sachen macht. Nachher grubbern oder so Sachen. Wenn er das auch nicht macht, dann liegt es an dem Feld. Ja. Ich habe jetzt gerade einen meiner Helfer auf Lehrgang geschickt. Hä, wie machst du das? Helfer auswählen und dann kannst du unten links hast du die drei, nee, die vier Punkte stehen, also Aussaat und Bearbeitung, Ernten und Lagerung. Ja. Dahinter steht der Preis, was das pro Tag kostet, schweineteuer. Und da kannst du drüber den Helfer dann, also das wählst du aus, meinetwegen Ernte und Bodenbearbeitung oder Bodenbearbeitung. Und dann klickst du da drauf und dann zeigt er dir rechts an einen Tag, 2 Tage, 3 Tage. Und dann schickst du den Helfer quasi los. Ne, sagst du zum Beispiel einen Tag. Dann ist er in-game 24 Stunden weg. Kannst du Gut. nicht benutzen. Ich habe meine mal losgeschickt. Das ist cool. Also kannst du die Punkte oben verbessern. Ja, ich dachte, die verbessern sich auch durchs Arbeiten. Verbessern sich auch, ja. Aber so kannst du das Ganze nochmal erhöhen. Also beschleunigen. Okay, das finde Ja, ich durch die cool. Feldarbeit schon, wenn du jetzt jemanden hast, der Flug bei 5% hat zum Beispiel, und du lässt ihn Ja. jetzt Felder flügen, dann erhöht sich natürlich auch die Erfahrung, weil er fliegt ja. Aber mit Ja. 5% fliegt er langsamer als jemand, der 50% Erfahrung hat. Ja, das ist klar. Also in dem Fall sind Dominik und Buxtehude B auf Lehrgang. Fabian ist ja noch am Arbeiten, obwohl er nicht da Okay. ist. Aber der kommt dann das nächste Mal dran und dann muss ich noch die anderen auf Lehrgang schicken. Fabian sagt quasi, ich bin arbeiten, ja, bezahl mich mal dafür. Ja, so. So ungefähr, aber wir sind schon am Ende. Achso, noch ein kleiner Tipp, ne? Ja, bitte. Bevor wir am Ende sind. Ab 19 Uhr werden die Helfer auch teurer, ne? Ernsthaft? Spätzulage. Ja. Das ist der Nachtschicht. Okay. Also jetzt ernsthaft, das meine ich jetzt nicht als Scherz. Ja gut, es ist wie im reellen Leben, ne? Ja. Das ist nun mal so. Gut, heute Abend 19:30 Livestream Medieval Dynasty. Wer zuschauen möchte, kann das gerne tun. Wir testen das Spiel mal an. Wenn es gut ist, spielen wir es. Wenn nicht, wechseln wir auf LS. Das habe ich gestern auch schon gesagt. Wenn es zu öde wird, dann machen wir einfach aus und machen was anderes. Ich freue mich auf jeden Fall. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao. Ciao.